Ich bin Professor an der Universität Zürich und Ständerat für den Kanton Zürich und Präsident des Kaufmännischen Verbandes. Führung bedeutet Mut haben, Mut Neues zu wagen, Mut hinter oder vor die eigenen Leute zu stehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass man für sie verantwortlich ist. Führung bedeutet nicht, den Leuten Befehle zu geben, was sie machen müssen, sondern ihnen den Raum zu geben, dass sie das machen, was sie können. Und das bedeutet auch loslassen, das bedeutet Vertrauen haben und das bedeutet eben das Risiko zu tragen, dass dann auch einmal etwas schief geht. Wir sind das reichste Land der Welt. Wir haben einen sehr hohen Lebensstandard und wenn wir den halten wollen, das glaube ich, das gibt es nicht gratis. Das heißt, wir müssen innovativ sein und innovativ ist das eine, wir müssen aber auch risikobereiter sein. Wenn wir schauen, die neue Welt, also die ganze Digitalisierung ist zu einem gewissen Teil an uns vorbeigegangen und wurde von anderen aufgenommen. Und da gibt es sehr viel innovativere Staaten und Gesellschaften. Und ich glaube, das könnte eine gewisse Gefahr sein, dass wir zu stark auf den bisherigen Erfolgsprinzipien basieren und zu wenig uns da überlegen, was ist die Zukunft. Machen Nationalstaaten Sinn in 100 Jahren in einer digitalisierten Welt? Muss ich als Ständerat nach Bern, um abstimmen zu können und in einem Parlament sitzen, um Parlamentarier zu sein? Braucht es überhaupt noch Parlamentarier? Wir können ja alle jeden Tag abstimmen, wenn wir wollen und so weiter. Das sind alles Dinge, die offen sind. Und das Festhalten an der Vergangenheit hilft uns nicht. Natürlich müssen wir die Vergangenheit nicht einfach wegwerfen. Wir können schauen, was Sinn macht, aber wir müssen, glaube ich, die Offenheit haben, zu sagen, man kann alles in Frage stellen. Mit diesem Instrument und meinem Telefon bin ich eigentlich ausgerüstet. Überall auf der Welt. Und das gibt auch, und das, darum sage ich, ist es vielleicht ein gutes Symbol. Viele Leute betrachten Digitalisierung als Zwang oder als Gefahr. Für mich, ich schaue immer, was sind die Chancen. Und für mich ist die Chance zum Beispiel, dass ich als jemand, der den Winter hasst und sehr, sehr schnell friert und sehr gerne warm hat, ist das die Möglichkeit, dass ich einfach irgendwann im Winter meinen Computer und mein Telefon nehme und nach Cartagena die Karibik reise und dort eine Woche in der Sonne sitze und arbeite.